Handgelenksprobleme, Fingerprobleme? Dann bleibt jetzt dran. Heute befassen wir uns ein wenig mit unseren Fingern und Händen. Viele Leute, die zu uns kommen, haben einfach Probleme mit den Fingern, Handgelenken. Sie können nicht richtig stützen, sie können nicht richtig greifen. Die Finger tun beim Beugen und Strecken weh. Und im Alltag sieht es so aus, dass man Einkaufstüten nicht mehr richtig tragen kann, dass man das ein oder andere Marmeladenglas vielleicht nicht mehr aufkriegt. Dementsprechend möchten wir euch jetzt zwei Übungen zeigen, die vielleicht helfen können. Und die probieren wir jetzt gleich einmal aus. Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass wir eine Nervendehnung machen. Und ihr müsst euch vorstellen, jeder Nerv zieht irgendwo irgendwann zu unserem Gehirn. Und das ist eine ganz schön weite Strecke von den Fingern bis zu unserem Gehirn. Deswegen kann die Problematik, die man hat, auf allen Ebenen dieser Strecke vorzufinden sein. Deswegen versuchen wir alle Gelenkpunkte zu mobilisieren bzw. mit in die Übung einzubringen. Es kann also in der Schulter liegen, im Ellenbogen oder im Handgelenk, vielleicht auch im Finger selber. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ihr spreizt einmal die Finger von eurer Problemhand so weit auseinander, wie ihr könnt. Dann zieht ihr das Handgelenk ran, schiebt die Hand ein bisschen nach außen und spreizt den Arm ein bisschen ab. Grundsätzlich gilt bei diesen Nervenübungen, dass ihr auf einer Skala von 0 bis 10 bei maximal 2 bis 3 von der Spannung seid. Also vielleicht spürt ihr jetzt schon ein leichtes Kribbeln oder ein leichtes Ziehen. Das ist voll in Ordnung. Viel hilft nicht viel. Also wir sind jetzt hier. Fangen wir mal an. Finger spreizen, Handgelenk ranziehen, ein bisschen nach außen führen. Abspreizen den Arm. Jetzt streckt ihr den Ellenbogen und versucht das Schulterblatt runterzuziehen. Wer immer noch nicht spürt, kann jetzt den Kopf so ein bisschen zur Seite nehmen und dann solltet ihr jetzt einen Zug im Zeigefinger und Mittelfinger spüren. Was ihr jetzt macht, ist, dass ihr die Schulter anhebt und wieder senkt, während die anderen Gelenke all ihre Position halten. Schulterblatt senken und heben. Und immer wenn die Schulter runtergeht, sollte sich der Zug ein wenig verstärken. Denkt dran, nicht zu viel. Okay. Einmal lösen, ausschlackern, lockern und einmal reinfühlen, wie es sich anfühlt. Vielleicht ist es ein bisschen freier, vielleicht tun die Finger nicht mehr weh, vielleicht habt ihr mehr Kraft. Jetzt haben wir Zeige- und Mittelfinger gemacht. Wir gehen jetzt einmal zum Ring und zum kleinen Finger. Dazu machen wir wieder Folgendes, den Arm seitlich nehmen, Finger spreizen, Handgelenk ranziehen. Jetzt beugt ihr den Ellenbogen, zieht den Ellenbogen hoch, einmal zur Seite raus und jetzt findet ihr euch in einer Position, die ähnlich ist wie beim Kugelstoßen. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ihr solltet jetzt schon den Zug im kleinen Finger und Ringfinger spüren. Wenn das nicht der Fall ist, auch wieder Schulterblatt ganz runternehmen und den Kopf ein bisschen zur Seite. Und auch hier fangen wir jetzt wieder an, Schulterblatt anheben und senken. Anheben und senken. Und denkt dran, die Finger immer schön spreizen, anheben und senken. Okay, einmal lösen, reinfühlen, testen. Ich hoffe, es hilft euch. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem klickt hier, um unseren Kanal zu abonnieren oder hier, um zum nächsten Video zu gelangen. Alle weiteren Infos von uns kriegt ihr hier unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.